Hallo Freunde der Spielkultur, wir sind zurück bei Guild Wars 2 und werden uns hier weiterhin mit der Hauptquest, die Endstation befassen, wo wir jetzt gerade dabei sind, noch ein paar Statuen zu vernichten und halt, einfach weiterzukommen. Statuen zerstören habe ich schon gelernt, ist eigentlich eine ganz schöne Sache, weil dann vorhin kam halt ein Elite-Gegner und dann hat man halt natürlich eine recht große Chance, was Vernünftiges zu bekommen. Mit vernünftig meine ich natürlich irgendwelche Gegenstände, die besser sind als das aktuelle, was man so trägt. So, jetzt haben wir alle wieder in die Schranken gewiesen. Da vorne steht nur ein Kämpfer. Den geben wir erstmal in die Mine. Wenn er sich denn bewegt mal, dann wird die auch ihren Effekt haben. Besiegt Kriegsmeister Kyla. Oh, ist das... Man sieht ja gar nichts hier. So, versuchen wir unser Bestes mal. Oder unser Schlechtestes. Wie man es nimmt. Jetzt haben wir die zweite Statue zerstört. Kommt aber wieder kein Bonusvieh. So, Kriegsmeister Kyla, wo bist du? Och, so viel Schaden macht er ja gar nicht. Der hat schon so ein paar Schadensangriffe, aber sonst, mein Tier kriegt auch kaum Schaden ab. Ah, da ist er jetzt endlich. Fion, das Gespenst. Warum ist der Raum eigentlich so schräg hier? Naja, reden wir mal mit dir. Für die Blutlegion. Vielleicht finden meine Brüder und Schwestern jetzt Frieden in den Nebeln. Ihr habt Kyla zum Schweigen gebracht, das wird ihnen eine Genugtuung sein. Vielleicht hat dieses alte Gerippe noch etwas Kampfgeist übrig. Habt ihr noch einen Platz in eurer Einheit? Habe ich. Willkommen im Trupp. Tja, da haben wir schon unsere Einheit. Guck ich mal eben kurz nochmal bei Gmail rein, was gerade so abgeht. Ach, meine Belohnung wählen. Cool. Rollwestenkragen. Vitalität, Kraft, ich würde sagen, Präzision ist eigentlich das, worauf ich gehen muss als Hunter, oder? Level Up gab es jetzt auch. Ja. Sehr cool. Ah, umwechseln. Das war ja die bessere. Oh, jetzt sehe ich aber schick aus. Richtig schön. Stück Wildfleisch, Handwerksmaterial. Mächtig überlegene Brustschutz. 34 plus 6. 35 plus 7. Freier Aufwertungsplatz. Ja. Ist zwar ganz gut, aber ich wollte ja auch Präzision dann haben. Mächtiges Großschwert. Okay, dann kann ich mich hier wechseln. Mit Tab. Und dann haben wir hier noch den Dolch. Der nicht besser ist. Ach so, weil es zweihändig ist, das kann jetzt keinen Platz für eine zweite Waffe. So, jetzt können wir mal umwechseln. Dann sehen wir nämlich hier, dass der, den ich anhabe, ist besser. Haben wir hier noch einen Dampf, irgendwas? Wir haben auch noch hier diesen Granitstein, der mir mehr Kraft gibt. Wir haben hier noch winzige Ritualtaschen. So, jetzt machen wir erstmal alle Sammelgegenstände weg. So, das ist leichte Rüstung, damit können wir nichts anfangen. Dann haben wir noch jede Menge Trophäen, aber die müssen wir ja irgendwann mal weggeben. Das Horn behalten wir ja sowieso noch. Ja.
aber haben jetzt eine schöne Rüstung. Hm, schick. Die Accessoires ist ja auch noch so eine Sache. So. Raus hier und raus aus der Instanz. So, dann nehmen wir auch mal das Schwert. Und gucken, wo müssen wir jetzt hin? Die Faust in der Tasche. Ja, gehen wir mal hier hin. Weil ich bin vom Level schon wieder zu hoch. Ah, nicht mich mit hier Kram beschmeißen. Ach, da hätten wir direkt hinporten können. Ja, machen wir das so. Da lädt er und baut noch auf. Ah, hier ist er. Und was ist er? Ja, ich will meine Geschichte natürlich fortsetzen. Die Faust in der Tasche. Worum geht's, Brimstone? Gute Neuigkeiten, Tribun. Feiern das Gespenst hat sich meinem Trupp angeschlossen. Gut gemacht, Legionär. Und gerade rechtzeitig für euren nächsten Auftrag. Rage Stahlzunge, einer von Stahlfurcht Schlägertypen, ist zum Problem geworden. Nachdem ihr den Trupp übernommen habt, desertierte er zur Flammenlegion. Er ist entschlossen, euch auf jeden Fall fertig zu machen. Ich zerre ihn am Schlawittchen zu Blut zurück. Oh. Nein, es gibt eine Zeit für Gnade und eine Zeit für den Gnadenschuss. Ich werde Rage keine Chance geben, die Blutlegion noch einmal zu verraten. Dann werden wir für ihn ein echtes Fackelfest veranstalten. Gut, kommt zu mir an die Tore der Zitadelle, wenn ihr einsatzbereit seid. Wegtreten. Genau. Jetzt ziehe ich meine Truppe immer mit mir hier rum. Feldshaus, Reeve und Fion das Gespenst. Was? Jetzt könnte ich mit ihnen natürlich auch ein bisschen kommunizieren. Ja, verlassen bitte. So. Wo müssen wir hin? Hier müssen wir echt mal die ganzen Wegmarken und die unentdeckten Dinger auch noch holen. Können wir später nochmal machen. Hauptsache, wir können erstmal dahin. Weil von hier aus komme ich auf jeden Fall direkt raus an die Zitadelle und dann müsste der ja schon hier draußen stehen. Raus, 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 raus. Da. Na, warum kommt denn nicht die Info? Wollt ihr denn gerne euer Quest weiterführen? Beziehungsweise eure... Da. Faust in der Tasche, Geschichte fortführen. Ach, nageln wir den Verräter. Vielleicht sollte ich mir den Namen Riva ruchlos zulegen. Nein, kriegst du nicht. Röhrenlegionär. Bereit für den nächsten Schritt? Nein. Mehr als bereit, Tribun Brimstone. Was machen wir als nächstes? Dieser Affenarsch. Rage Stahlzunge wurde in diesem Gebiet gesehen. Fangt mit den Viehhirten an. Findet raus, warum sie hier sind und ob sie etwas Auffälliges gesehen haben. Bewegung. Jawohl. Ah, so ein Quest ist das also. Fragt den Viehhirten, der 5 cm von euch entfernt steht. Lasst hören. Warum sind die Kühe hier? Aha. Er hat also gesagt, dass die Rinder hier hingeschickt werden müssen.
Werkzeuge und das Futter gemischt, dann explodieren die Rinder gleich bestimmt. Heute scheint ja jeder an meinen Rindern interessiert zu sein. Untersucht sie ruhig. Genau, raus mit dir. Das geht gleich hoch. Wie erwartet. Aber sind kleine Explosionen, also da hätte der echt mal mehr Schmackes hintermachen können. Und jetzt war's, die Rinder sind explodiert. Wisst ihr, wenn ich nicht gerade vor einem großen Berg Kuhbrocken stünde, würde ich glatt lachen. Lacht später. Erstmal muss ich wissen, wohin diese Saboteure der Flammenlegion gegangen sind. Sie sind weiter ins Stadtinnere gegangen. Wenn ihr da lang geht, werdet ihr sie finden. Geht voran, Legionär. Rage wurde gerade befördert. Vom Status Affenarsch zu ernsthafte Bedrohung. Kann's kaum erwarten, dem alten Rage zu geben, was er verdient. Alles zu geben, was er verdient hat. Wo hier die Jungen sitzen. So gut entwickelt. Ich werde nicht zulassen, dass so ein wild gewordener Spinner das alles zerstört. Hätte wissen sollen, dass Rage ein Depp ist. Stahlzunge? Totaler Deppenname. Wollt ihr helfen? Noch eine Inspektion. Ich habe schon eure Vorgänger gesagt, wir arbeiten noch an den Befestigungen, aber es geht voran. Dies ist keine Überprüfung. Ich konnte den Legionär, der unsere Vorräte untersucht hat, nicht... Ich kannte ihn nicht, aber er war mit dem Ablauf vertraut und hatte die richtige Uniform. Und er lobte mich für meine Wasserkanne. Schien mir alles korrekt zu sein. Lass diese Kiste sofort fallen und tretet einen Schritt zurück. Feuerkobolde. Oh, vielleicht nicht die optimale Situation, um mit einer neuen Waffe umzugehen, oder? Boah, cooler Schlag. Boah, das Zweihandschwert macht aber auch Schaden. Sobald Rages kleine Sabotage aufgeflogen ist, verfüttere ich ihn sein eigenes Herz. Aber guck mal, ey. Okay, jetzt war das 39, jetzt habe ich ihn gerade nicht getroffen. Zum Beispiel hier 101 Schaden, das kann man jetzt von mir, oder? Oder fällt mir gerade ein? Ich wirke tot. Ich bin verwundet. Da habe ich jetzt nämlich gar nicht drauf geachtet. Ah, schon wieder. Tiergefährte braucht Hilfe. Sturzangriff. Ah, sehr schön. Das ist genau das, was ich gesucht habe, beziehungsweise mir noch gefehlt hatte. So einen richtig schönen offensiven Angriff. Tötet die herbeigerufenen Kreaturen. Ja, sind ja nur noch die drei da hinten. Bam, bam, bam. Ja, direkter Angriff. Koboldbezwinger, 10 Tötungen. So was wird Rage doch niemals alleine auf die Beine stellen. Er muss Verbündete bei der Flamme haben. Wir wissen, dass sie etwas planen. Klingt beknackt. Könnte eine günstige Gelegenheit sein. Ja, das ist echt ein bisschen viel gewesen. So war es die vierte Attacke. Ah.
Höh? Ach, blockt und kontert einen Angriff. Asiel Kieferbruch. Der humpelt. Habt ihr ein Problem? Vor allem erstmal habt ihr ein Problem. Was ist passiert, Soldat? Er war ein Blutlegionär. Er schien erst ganz freundlich zu sein, aber als er mir auf die Schulter klopfte, verließ er mich schlagartig all meine Kräfte. Er hat meine Klamotten geklaut, meine Schuhe, meine ganze Ausrüstung. Sagt uns, wohin er gegangen ist, und dann ab mit euch auf die Krankenstation. Er ist zum Schrottplatz gerannt. Wenn ihr ihn findet, verpasst ihr meine freundliche Tracht Prügel von mir. Vor allem, dass er das nicht einfach sofort gemeldet hat irgendwo. Ich muss hier irgendwo rumrennen und dem hinterher sein. Noch mehr verwirrte Soldaten, die in ihrer Unterwäsche herumstolpern. Entweder wir sind hier auf der richtigen Fährte, oder da ist Rage, da ist Zunge. Das beste Fest aller Zeiten. Habt ihr die Ausrüstung? Hab ich bei mir. Hier, legt sie an, dann könnt ihr euch hier frei bewegen. Die werden nicht mal merken, dass wir uns eingeschlichen haben, bis es zu spät ist. Es ist vorbei, Stahlzunge. Ich habe den Feigling Stahlfurcht erledigt und nun seid ihr dran. Verratet mir nur noch eine Sache. Warum? Warum habt ihr uns verraten und euch der Flammenlegion verschrieben? Wart ihr zu stolz, unter eurem neuen Legionär zu dienen? Ich hatte alles perfekt geplant. Dieser Feigling Stahlfurcht war das Einzige, was mich noch daran hinderte, den Trupp zu übernehmen. Und dann kamt ihr mir zuvor. Letztendlich ist es mir egal, unter welcher Flagge ich kämpfe, solange ich die Befehle gebe. So wie jetzt, Boss. Ich befehle euch zu verrecken. Wie unfreundlich. Hammer. Habt ihr gesehen, wie der Block war? Ich liebe das große Schwert. Aber entweder mache ich halt einen Schlag damit, oder es kommt halt ein Gegenangriff. Ups, falsche Taste. Aber ist klar, es war ja ein Schwert, ein ganz schöner... Unverwundbar. Das werden wir mal sehen. Wie unverwundbar du bist gleich. Erstmal kümmere mich um deine restlichen Gefolgsleute. Boah, mit dem fliegenden Adler dabei. So cool. Ich bleib auf jeden Fall beim Zweihänder. Einfach volle Kanne Schaden. Komm, Stahlzunge, du hast eh keine Chance mehr. Und Sprung. Angriff. Und Mine. Gib mir noch Licht. Die Flammenlegion muss wohl verzweifelt sein, wenn sie schon Kuhbomben einsetzt. Verzweiflung ist eine Waffe, Legionär. Wenn sie es auf unsere Verteidigung abgesehen haben, planen sie einen Großangriff auf die Stadt. Taktisch wäre ein Nachtangriff am sinnvollsten. Sobald der kommt, brauche ich euch und euren Trupp draußen auf dem Schlachtfeld. Sobald die Kämpfe losgehen, werdet ihr euch hinter die Fronttruppen schleichen und die Nachhut ausschalten. Ohne Magier und Artillerie zur Unterstützung der Hauptmacht werden sie niemals die Mauern der Schwarzen Zitadelle überwinden. Das ist eine wichtige Aufgabe. Schafft ihr das auch? Natürlich. Meine Soldaten sind bereit, Tribun. Wir werden die Blutlegion nicht im Stich lassen. Gut, wegtreten. Bim, 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 bim. Was ist meine Belohnung? Vitalität, Kraft, Präzision. Alles erledigt.
Und richtig viel EP gibt es für die Mission immer. So, gucken wir mal, was wir alles hier noch kriegen. Außer Metallstangen und Elixier der Helden. Das war's dann wohl. Na, das sind Soldaten, die immer noch Party machen. Können jetzt mal eben direkt die Hose anziehen. Das Horn wird wahrscheinlich besser als das andere. Ja. Können wir das mal eben rausnehmen. Ach, verdammt. Ah, Verbesserungssteine sind dann auch direkt Handwerksmaterial. Beim Handelsposten verkaufen. Tja. Dann verkaufen wir die. Und du hier? Ja, lagern können wir jetzt erstmal nix. Farben muss umschalten. Aha. Ich kann im Nachhinein noch die Farben verändern. Nett. Hatte ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ah, Stadtkleidung und Rüstung. Coole Sache. Und wieder zurück. Dann sind wir nicht fertig an der Stelle. Können wieder raus aus der Ebene. Und das war's auch schon wieder. Mit der Folge Guild Wars 3. Wir haben, ja, Endstation erledigt. Jetzt müssten wir da hinten hin, Operation Bollwerk. Da müssen wir uns ein kleines Stück bewegen auch noch. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Guild Wars 2. Ciao, Leute!